Freunde und willkommen zu einem weiteren The Witcher 3 Part, also The Witcher 3 Wild Hunt Part hier auf meinem Kanal, und zwar der 31. Und zwar fangen wir da an, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar sollen wir Graf Sigirolfs Schatz finden. Und dazu müssen wir jetzt mit Triss zur Caleb Menge, zum Hexenjäger-Tempel. Und demnach schätze ich, wird uns da auch noch was erwarten. Aber ich will noch mal unter Charakter gehen. Wir können hier nämlich auch schon mal wieder ein paar Sachen aufmöbeln. So. Krafttraining, ja. So, dann haben wir das nämlich auch schon mal auf 5. Jetzt sind wir auch schon mal etwas schlagfertiger. Dann schauen wir doch mal, was uns jetzt erwartet. Siehst mir äußerst verdächtig aus, Gammler. Gammler? Ah, warte mal ab, mein Freund. Um Mitternacht. So. Du bist hier, gut. Hör zu, schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen, uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Nimm dies. Fessle mich damit. Erklärst du mir mal, was du vorhast? Überleg doch. Wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Na schön. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn. Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Warte. Ich will dir danken. Hör auf. Das täte doch jeder. Nein, nicht jeder. Hör auf. Es steht einer Zauberin nicht, rot zu werden. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht... Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Oh, mein Ohr juckt. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Ja, nicht nur ihr, ich auch. Ich habe da auch ein ganz mieses Gefühl bei. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri. Sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? In Ordnung. Ihr darf auf jeden Fall nichts passieren, weil sie ist wie eine Schwester für Ciri. Das erfahrt ihr auch aus dem Buch Das Erbe der Elfen.
Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Ja, das war klar, Arschloch. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberin statt Ertrunkenen? Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Arschloch. Ja, ihr kennt euch vielleicht aus mit Hexen, wenn sie euch in Ketten gebracht werden. Was soll denn das heißen? Dass ihr jämmerliche Hexenjäger seid, wenn ein Hexer euch die Jagd abnehmen muss. Hör mal, Mutant. Seit wir in dieser Stadt sind, haben wir über 100 Magier, Alchemisten, Doppler und sonstiges Gesocks in Asche verwandelt. Sag du uns nicht, wie wir unsere Arbeit zu tun haben, klar? Ich könnte euch durchaus was sagen. Ich habe nicht nur Merigold gefunden, sondern auch Philippa Eilhart. Dafür wirst du büßen, du! Halt die Schnauze, rothaarige Hure! Und du, spuck's aus! Wo ist Eilhart? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Ich rede nur mit Menge. Menge redet nicht mit deinesgleichen. Dann grüß ihn von mir und sag, dass ich hier war. Mit meiner Freundin Merigold. Gut. Nimm sie und folge mir auf dem Fuß. Keine falschen Tricks. Gut. Wir dürfen kein Schwert oder sowas ziehen. Sonst sind wir hier ganz schnell am Arsch. Pass bloß auf, Mutant. Hexer. Oh! Hier trennen sich unsere Wege. Geh zur Menge. Merigold ist nebenan. Ihr kriegt sie nicht, bevor ich... Du hast hier nichts zu melden. Dirk, du weißt, was zu tun ist. Aus mir kriegt ihr kein Wort raus. Du nicht und er auch nicht. Spielst die Harte, hm? Warte nur. In 1 bis 3 Fingernägeln plauderst du. Gut, nehmt sie. Ich will sowieso nicht, dass sie die Verhandlungen stört. Aber Finger weg von ihr. Wieso? Tut die Schlampe dir leid? Sie könnte mir nicht gleichgültiger sein. Aber wenn Menge mir nicht gibt, was ich will, biete ich sie jemand anderem an. Ihr habt die Ware nicht zu beschädigen. Was für ein Geschäftssinn. Du wärst eine tolle Puffmutter. Keine Sorge, Menge wird dir Geld geben. Und Merigold wird bekommen, was sie verdient. Keine Folter, bis ich dabei bin. Verstanden? Verstanden. Keine Folter. Der Hurensohn zaubert! Auf ihn! Ah, shit, ich hab Fehler gemacht. Verdammt, bist du hässlich. Zurück in die Hölle! Oh.
Na gut, dann räumen wir hier halt drin auf. Zwei Fliegen mit einem Streich, sehr schön. Nummer 3. Tschüss. Hey. Ach, das war Triss. Nehme ich alles mit hier. Das meiste können wir nämlich fett verkaufen. Na, dann gehen wir mal zu dem Idioten. Shit, aber voll falsch gemacht, Mann. Fuck. Ich hätte nicht zaubern sollen. Das müssen alle gewesen sein. Das war knapp. Axi-Zeichen in einer Menschenmenge? Geralt, das konnte nicht gut gehen. Tut mir leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich foltern. Du bedeutest mir zu viel. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Caleb, ich habe neue Anweisungen zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege den heiligen Folianten in den Kasten in der Säule des Altars des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemandem, wohin du gehst, und komm allein. Verbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Yamulak. Aha. Interessant. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Siehst dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen. Aber es wird kein Treffpunkt erwähnt. Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe. Ohne Adresse. Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns dann nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll. Mit etwas Starkem, hoffe ich.
Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Gucken, ob es hier noch was zum Mitnehmen gibt. Nur Bücher. Gibt es hier nicht noch was Wertvolleres? Doch, da hinten. Toll, eine Puppe. Der alte Mann hat mit Puppen gespielt. Sehr niedlich. Triss, mach Platz. Ach, ist nur eine Kerze. Schade, ich dachte, ich hätte vielleicht noch einen versteckten Hinweis entdeckt. Wir sollen ja nicht durch den Haupteingang. Gibt es hier noch einen anderen Weg raus? Das nehme ich hier noch mit. Nun? Verdammt, ich bin überladen. Gut, die Billigsachen lasse ich hier. Den Rest werde ich dann verkaufen. So, aufgeschlossen. So. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Dann mach das, Mäuschen. Da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Geschafft. Sehr schön. Du da, Herr Reuven will dich sprechen. Ungeduldiger alter Bastard. Nichts. Gehen wir. Das ging aber schnell. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist? Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor? Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Hättest ja dankbar sein können, du Arsch. Spaß mir. Ich will meine Belohnung. Geralt, sind alle Hexer so dreist wie du? Was meinst du damit? Du hast mich belogen. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht.
Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir? Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexe. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Jamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Ferne. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Ich begleiche nur eine Schuld. Das tue ich immer, weißt du. Auch bei Lügnern. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Nie mehr. Das haben die Bastarde verdient. Wow, 100 Erfahrungspunkte, nice. 90 Kronen erhalten, sehr schön. Ja, dann machen wir das noch schnell. Und dann war es das auch schon wieder für den Part. Ja. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Warum nutze ich denn schon wieder keinen Schnellreisepunkt? Ja, wahrscheinlich, weil keiner in der Nähe ist. Na, wie gerade die Scherben. Ja, du kriegst gleich Prügel, mein Freund. So, hier sind wir. Hier muss irgendwo ein Briefkasten sein. Hier. Ich habe das Signal gegeben. Der Spion müsste vor Mitternacht in Ferneck auftauchen. Finde dich um Mitternacht am vereinbarten Treffpunkt ein. Dann gehen wir da schnell mal hin. Ja, müssen wir leider gehen. Ich hoffe, das ist ganz in der Nähe. Ja, 200 Fuß. Wenn nicht, mache ich hier an der Stelle dann Cut. Wo wir hin müssen. Ach, das ist ja hier gleich ganz in der Nähe. Gut. Aber ich werde an der Stelle dann trotzdem einen Cut setzen. Dieser weite Fußweg. Jetzt nur noch verstecken und warten. Erstmal nehme ich hier alles mit. Ist ja wohl logisch. Hier würde mich auch ein Blinder sehen. Ja, ich weiß, ich will doch nur was mitnehmen. Versteck mich mal hinter der Tür. Hinter dürfte der Tür, gut gehen. Das ja. Beste Versteck. Ein Klassiker. Tatsache.
Mitternacht, gut. Da muss ich jetzt noch mal meditieren. So. Triss, was will sie denn hier? Triss, woher wusstest du? Ah, Dijkstra, wie? Ganz recht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich will die Sache zu Ende bringen. Ideal hier für ein Stelldichein. Mit Triss. Mhm. Eingestürzte Decke, Schimmel an der Wand, Mäusedreck in den Ecken. Mein Mund öffnet sich schon vor Erregung. Psst, er kommt. Versteck dich. Irischer Spion. Fühlt sich unwohl. Sehr unwohl. Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr steckt in der Scheiße. Bis zum Hals. Du steckst tiefer drin, glaub mir. Beantworte unsere Fragen und wir bringen dich hier raus. Meine Antwort ist immer dieselbe. Verpisst euch. Mhm. So redet man nicht mit einer Dame. Nicht mit einer Dame, nein. Aber mit einer Hexe? Das kannst du. Würde ich dir aber nicht raten. Hehe. War das genug? Wer? Verpisst euch! Das soll alles sein? Natürlich nicht. Aber ich habe ja auch gerade erst angefangen. Selber schuld. Triss, hör auf. Aber erst... Bitte. Also, redest du? Kommt auf die Frage an. Wir suchen nach Rittersporn. Wir wissen, dass Menge ihn entführt hat. Darum geht es? Um einen Scheißbaden? Das hättest du gleich sagen sollen, bevor du mein Hirn mit verdammter Magie aussaugen wolltest. Ich glaub's nicht. Alles nur wegen des lausigen Klatsch und Tratsch. Du erwartest eine Entschuldigung? Nein. Ich darf aber doch trotzdem überrascht sein, oder? Rittersporn ist auf der Tempelinsel. Im Kerker unter dem Schrein. Menge will ihn in Ochsenfurt hinrichten. Ein echtes Spektakel. Das muss wohl leider ausfallen. Wie können wir Rittersporn befreien? Von der Tempelinsel kommt man nur auf Menges persönlichen Befehl wieder runter. Verdammt. Wir finden einen Weg. Ich habe eine Idee. Erzähle ich dir später. Meine Neugier. Für wen arbeitest du? Sag ich nicht. Niemals. Sicher? Ja. Egal, was du tust, Hexe. Ich werde niemals reden. Wo hat Menge Sigi Räubens Schatz versteckt? Ich habe keine Ahnung. Du weißt, noch ein Wort und du wirst wieder vor Schmerz heulen. Ja, trotzdem sage ich, dass ich nichts weiß. Gibt dir das nichts zu denken? Sagt er die Wahrheit? Sieht so aus. Gut. Wir wissen jetzt alles, was wir wissen müssen. Verrückt mich. Könnten wir diesen unangenehmen Zwischenfall vergessen nun? Nicht so schnell. Geralt. Ich weiß. Er hat so viel gesehen. Aber warum? Ich habe geredet. Ich würde nie... Entweder stirbt er, oder ich lösche seine Erinnerung. Lösche sein Gedächtnis. Aber ich habe euch geholfen. Ich... Das ist gar nicht so schlimm. Glaub mir. Cessna Anges. Tja. Erledigt. Wie fühlst du dich? Hinterhältig. Grausam. Gemein. Ich könnte noch mehr sagen. Aber ich muss hier erstmal raus.
Nach Hause gehen, ein Bad nehmen und dann trinken, um zu vergessen. Du sagtest etwas über eine Idee, wie wir Rittersporn befreien können. Ja, wir wissen, dass er auf der Insel ist. Und er bleibt dort, bis Menge den Befehl gibt, ihn nach Ochsenfurt zu bringen, richtig? Das Problem ist, dass Menge tot ist. Das weiß ja keiner. Er könnte auch dem Feuer entkommen sein. Er könnte wieder auftauchen. Oder jemand, der ihm sehr ähnlich sieht. Ein Doppler? Dein alter Freund Dudu Bieberfeld, der den Kaufmann gegeben hat? Rittersporn hat behauptet, er wäre echter als das Original. So echt, dass Vivaldi ihm einen Kredit über mehrere tausend Kronen gegeben hat, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Dudu ist untergetaucht. Vielleicht wird Priscilla mehr wissen. Hoffen wir mal. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Ja gut, dann müssen wir als nächstes dann zu ihr hin. 50 Erfahrungspunkte erhalten. Gut, die Quest wäre erledigt. Und an der Stelle hören wir auch schon auf mit dem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!